jetzt kommen wir zu dem sicherlich coolsten Stück, das vergangene Woche bei mir gelandet ist und zu dem, wo man wieder mal sagen kann, okay, Turbine arbeitet auch im Jahr 2016 hart daran, den Titelveröffentlichung des Jahres zu sich nach Hause zu holen, nämlich hat das Label eine riesige Extended Deluxe Edition von den Blues Brothers veröffentlicht. Das Cover erinnert mich ein bisschen an die Real Heroes Collection, die Universal zum Beispiel in Amerika als Blu-ray Steelbook veröffentlicht hat. Das Einzige, was mir hier beim Spine ganz besonders deutlich auffällt, ist, dass eigentlich bei bis jetzt allen anderen Turbine-Veröffentlichungen das Turbine-Logo oben zu sehen war und dass es diesmal halt unten ist. Außerdem können wir im passend zum Frontcover gestalteten Backcover einmal kurz nachlesen, was uns diese Edition bieten möchte, und das ist wirklich unfasslich viel. Wir bekommen ein ungefähr einstündiges Making-of von den Blues Brothers, wir bekommen ein Grußwort von John Landis, etwas über die Musik, aber wir haben insgesamt 3 Blu-Rays und eine DVD dabei. Auf den Blu-Rays ist einerseits enthalten die ungefähr 150 Minuten lange Langfassung von den Blues Brothers, dann die 133 Minuten lange Kinofassung, außerdem auf Blu-Ray komplett enthalten das Sequel Blues Brothers 2000, nett, dass man sich das nicht einzeln kaufen muss, und ein Best of Blues Brothers gibt es dann auf der Bonus-DVD. Eine Edition, die, muss man wirklich sagen, umfangreicher eigentlich nicht sein hätte können und die noch dazu mich persönlich begeistert mit diesem absolut großartigen gezeichneten Cover-Artwork, zu dem man ja aktuell wirklich den Begriff Mondo-Stil verwenden könnte. Das Einzige, worüber ich mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert habe, ist, dass Turbine wie auch Koch Media bei diesem Release den FSK-Sticker hier direkt auf die Box geklebt hat und nicht etwa auf die Verpackungsfolie. Was allerdings zumindest in meinem Fall kein Problem war, das Ganze ließ sich sauber ablösen, was allerdings bei Leuten, die diese Box erst später bekommen, durchaus problematisch sein könnte. Da bin ich ehrlich gesagt wirklich mehr als nur unbegeistert davon, dass man sich dazu entschlossen hat. Wir holen jetzt einmal zu Beginn alle Inhalte von dieser Box nach draußen und wir können wahrscheinlich jetzt schon sehen, da wartet dann echt noch eine Menge auf uns. Beginnen möchte ich mit diesem Sticker, der einerseits auf der Verpackungsfolie eben draußen geklebt ist, wo wir erkennen, was in der Box eigentlich enthalten sein soll und dass diese Box auf nur 5555 Stück limitiert ist und dass es diesmal auch wie aktuell von Kimchi Film Arena und vielen anderen gewohnt eine Limitierungskarte aus Plastik dabei ist im Scheckkartenformat, wo man seine persönliche individuelle Limitierungsnummer nachlesen kann, was bei mir eigentlich eine relativ coole, relativ späte Zahl ist. Dann gibt es in dem Set ein sehr, sehr umfangreiches Booklet, das mit fast 50 Seiten aus Umfang ausgestattet ist und folgende Inhalte bietet. Die Übersicht möchte ich euch hier auf jeden Fall genau zeigen. Da geht es nämlich einerseits um den Film Blues Brothers sehr ausführlich. Es geht natürlich auch um Blues Brothers 2000 beziehungsweise um die neue Langfassung. Und wenn wir uns hier durch das Booklet durchblättern, dann finde ich, sehen wir, dass Turbine nicht nur beim Text, sondern, was mich persönlich sehr, sehr begeistert, vor allem bei der Aufbereitung und der Gestaltung dieses Booklets ganze Arbeit geleistet hat, weil ich persönlich diesen Look und wie dann auch die ganzen Set-Fotos und Filmbilder und so weiter eingearbeitet wurden, absolut zufrieden bin. Das Ganze hat einen einheitlichen Look, einen wirklich schönen Look, der selbstverständlich auch sehr, sehr gut zum Film passt. Das Einzige, was ich wahrscheinlich nie verstehen werde, ist, wieso, ich meine, Blues Brothers 2000 einerseits kein besonders guter Film ist, aber warum es ein Plakat gibt, wo man tatsächlich einfach die Gesichter von allen Blues Brothers dermaßen peinlich langgezogen hat, was eine Sache ist, die ich bis dato schon bei einigen
bei einigen UK-Covern gesehen habe. Ihr wisst schon, bei diesen riesig langen Sammlungsupdates, die ich gebracht habe, die ich sogar live gemacht habe. Billigsdorfer DVD-Cover, das Universal, das für ein offizielles Filmplakat von den Blues Brothers gemacht hat, finde ich ganz, ganz schlimm. Aber hier ein wirklich tolles, geniales Booklet. Weiter geht's dann hier mit einem Nummernschild aus Blech, das natürlich auch geprägt ist und das dankenswerterweise von Turbine in eine Plastikhülle eingepackt wurde, sodass das Metall nichts anderes zerkratzen oder beschädigen kann. Das gefällt mir. Dann noch einmal dabei ein Sticker, eine Visitenkarte, noch eine. Das sind wirklich absolut geil reproduzierte Sachen. Noch ein Sticker. Was ich so genial finde. Es sind absolute Kleinigkeiten eigentlich, die in dieser Box dabei sind, die aber, finde ich, besser zum Film nicht passen könnten. Eine laminierter Führerschein von Elwood Blues. Dann hier eine ganze Ladung an Postkarten mit verschiedenen Motiven aus dem Film. Wahnsinn. Und natürlich zu guter Letzt, was offensichtlich auch nicht fehlen darf bei so einer großen Box von Turbine, ist dann ein Filmplakat, das wir hoffentlich noch aufkriegen. So ist es gefaltet, genau. Im, würde ich jetzt einmal blind raten, A3-Format mit einerseits einem Werbeflyer und einem Werbeplakat für einen Auftritt der Blues Brothers und hier dann natürlich auch noch einem Filmplakat. Absolut herrlich. Also was sich Turbine mit diesem Release angetan hat, das muss man wirklich sagen, sucht im Jahre 2016 seinesgleichen. Nicht nur, dass man sich hier großartige Mühe gegeben hat bei dem, was man dieser Box beilegt. Nein, man hat sich auch noch beim Film absolut, kann man sagen, die Haxen ausgerissen. Und deswegen kommen wir jetzt einmal zum Schluss zur eigentlichen Filmverpackung, einem Digipack. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich Digipacks liebe und dass sie nach wie vor trotz ihrer Seltenheit auf dem Blu-ray-Markt einfach meine persönliche Lieblingsverpackung sind, weil man, finde ich, gestaltungstechnisch mit ihnen am meisten anfangen und machen kann. Alleine die Tatsache, wie auf der einen Seite Blues Brothers steht, auf der anderen Seite sich die beiden Blues Brothers gegenüberstehen und man dann hier noch innen ein wirklich durchgehendes Design gewagt hat. Schauen wir uns einmal durch. Wir haben auf der ersten Blu-ray die Langfassung. Wir haben auf der zweiten Blu-ray die Kinofassung. Dann haben wir hier Blues Brothers 2000 und zu guter Letzt hier die DVD mit dem Best of. Darunter ein wirklich wunderbares durchgehendes Design mit einfärbigem Hintergrund und zahlreichen Bildern aus dem Film. Was ich persönlich ebenfalls positiv anmerken möchte und wofür ich Turbine noch ganz besonders loben möchte, ist die Tatsache, dass man hier tatsächlich für 4 Discs ein Digipack verwendet hat mit 4 verschiedenen Trays und nicht so, wie es bei aktuellen Digipacks eher üblich ist, dann einfach 2 Discs immer versetzt übereinander gelagert hat. Das ist eine Sache, die mir persönlich, ehrlich gesagt, wenn auch immer sie auftritt, überhaupt nicht gefällt, weil ich es nicht wirklich mag, wenn ich dann die unten liegende Disc zum Beispiel anschauen möchte und vorher noch eine andere entfernen muss. Das ist allerdings leider etwas, das sowohl bei Digipacks als auch bei Mediabooks immer öfter passiert. So wie es Turbine bei diesem Release gemacht hat, ist es allerdings absolut perfekt
Und das, was Turbine hier geliefert hat, ist definitiv für mich einer der Kandidaten für die Top 10 der coolsten deutschen VÖs des Jahres 2016.